Hallo allerseits. Kleiner schneller Schuss zum Thema Tatanka-Wäscher. Denn ich war vorhin in Bonn bei Globetrotter. Ich wollte mir hier so eine schöne Schale kaufen, um mein Müsli drin zu essen. Ja, ich esse Müsli folgendermaßen. Ich stehe also an dem Regal, wo die Outdoor-Koch-Utensilien stehen. Und ich sehe einen Karton mit einem, also einen Tatonka-Karton. Tatonka-Karton. Aha, nicht schlecht. Na gut, spaßenshalber nehme ich mir da also eine Nalgene-Flasche. Ja, das ist der neue. Das ist der alte Becher, wie ihr seht. Gebraucht. Neu. Und noch mit Aufklebern drauf. Der alte war bekannt, passte die Tonka nicht rein, das stoppte. Ihr konntet zwar drauf prügeln, aber dann entstand ein Unterdruck und ihr kriegt die Flasche nicht mehr raus. Das ist der neue. Achtung. Mit anderen Worten, passt wieder. Jetzt habe ich, war ich ein bisschen ungläubig und denke, na, vielleicht haben sie ja die Nalgene ein bisschen dünner gemacht. Nein. Ich also runter an den LKW, hole meine Nalgene. Ihr kennt die aus etlichen Videos, die steht immer hinter mir, da ist Wasser drin. Ja, hol die mit hoch. Die gucken schon ganz komisch, ich sage nur mal ganz kurz was messen. Naja, die also dann hoch. Nehme meine Nalgene und steck die in den neuen Becher. Passt. Mit anderen Worten, Nalgene hat seine Becher etwas breiter gemacht. Ja, ich zeige es nochmal. Ja, es entsteht also ein Unterdruck. Ich mache den Fehler jetzt das x-te Mal. Ich habe das eine Zeit lang so genommen. Ja, das ist ja auch im Prinzip keine Lösung. Aber wenn ihr jetzt den neuen Becher kaufen wollt, könnt ihr natürlich hingehen, den alten drauf. Dann habt ihr ein schönes kleines Kochset. Ja. Flasche, zwei Becher. So kriegt ihr den auch locker ab. Ja. Schönes Kochset, finde ich. Einmal. Sollte ich dann ein bisschen drehen, ist klar. Wenn ihr den alten behalten wollt, könnt ihr euch noch direkt zwei Becher kaufen. Ich könnte natürlich hingehen, nehmen meine von Dave Canterbury's Pathfinder School, weil die passt nämlich immer in den Tatonka-Becher. Jetzt habe ich zwei Stahlflaschen und zwei Tatonka-Becher und mit dem neuen, ich glaube, würde ich wieder ganz viel Spaß haben. So, das war's. Was hat er gekostet, der Becher? Ich weiß ja nicht, was die früher gekostet haben. Habe ich mir nicht gemerkt. 8,95 €. Und dann habe ich mir noch eine schöne Schüssel gekauft für 3,75 €. Los, ab zu Globetrotter. Kauft euch einen Tatonka-Becher. Tschüss und mal Idiot.